vor Sacramento-Turnier aus Berlin für den Bundesdeutschland Steffen Lange. Komm nach vorne, komm, 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 komm. Er war früher Jockey, Profi, Jockey, 20 Jahre lang mindestens. Und jetzt hat er sich wieder zum Pferdesport gesammelt, und zwar in den Bundessport. Wir drücken ihn schon mal vorab die Daumen. Er hat ja auch gleich für den Start ein Professional mitgebracht. Das ist Hector Alvarez, ein Argentinier, wie kein anderer, lange Zeit auf dem Polo fährt. Und ich habe plus 3. Aber das Pferd ist neu hier, sehe ich. Das mag die Arena noch nicht so ganz. Und sich noch dran gewöhnen. Unser Team in Grün hat natürlich auch ganz tolle Teampartner. Das ist das Precise Hotel Collection, seine junge und dynamische Hotelgruppe. Und sie repräsentiert eine handverlesene, vielseitige Sammlung von Hotelobjekten mit erschwinglichem Luxus. Zum Beispiel das Precise Grün oder das Precise Marina Wolfsburg. Da war ich auch schon mal ganz, ganz toll. Ja, und unser zweites Team, Thomas. Ja, das ist, wir werden dann einmal erstmal mit dem smarten Lauf und wir auf linken Seite Enno Hubertus Grams. 18 Jahre alt, der Bursche, eine soll der Papa spielen, jetzt ist er eingesprungen, weil Papa krank, auch mal wieder fit, hoffentlich, René, stimmt das so, auf Daumen hoch, die geht's wieder besser, ne? Sehr gut. Er hat das Turnier auf der Insel Rügen-Selin gewonnen, also viel Seelerfahrung, ich habe ihn vor 2 Wochen in Bühne gesehen, am Bundesgefühl, perfekt, der Spieler. So, er ist ein Lehrmeister, und er ist sozusagen der amtierende deutsche erste Bodenmeister, nicht Bodenmeister, Patrick Malaitzke, Handicap, plus 4. Und unser Team in Schwarz hat natürlich auch tolle Teamfahrten. Die Securitas AG, das ist das 1907 in der Schweiz gegründete Unternehmen, weltweite Kompetenz in Sicherheit. Alarmanlagen, Sicherheitssysteme aller Art. Also wenden Sie sich an die Securitas AG, wenn Sie Sicherheit brauchen. Mit Sicherheit. Dann machen wir. So, gut. Leiten wir den Tauschen da her, man schaut, was spricht. 2:0, das heißt, in diesem Fall für das Team von Freeside Hotel, die führen mit einem Tor, in diesem Fall schon mal die Abwehrdifferenz des Handicaps. So, gleich geht weiter mit Patrick Malaitzke und Hector Alvarez. Schau ich mal, weg den Ball vor, weil es so, dann kommt das linke so, Patrick Malaitzke, alle drei auf den Ball, immer noch der Taktik ist gleich los, also mal schauen, will durch.